Nun denn, wieder eine gute Tat. Und da der Mann nicht am Sterben war, ist er auch nicht in die Maske eingegangen. Und lebt noch. Eine der seltenen Male, wo wir wirklich jemanden geheilt haben. Was du für meinen Vater getan hast, dafür danke ich dir. Aber bitte behalte es für dich, mein Vater soll nie davon erfahren. Wann immer etwas Seltsames geschieht, will es mein Vater sofort erforschen. Und er betreibt sehr viele Forschungen, daher... Sobald er sich beruhigt hat, werde ich ihn überreden, mit den Arbeiten an einem so gefährlichen Ort aufzuhören. Nun, sollte dich mein Vater nochmal sehen, es tut mir leid. Oh, ist das nicht eine Fee? Gehört sie dir, junger Mann? Ich bin ein bekannter Wissenschaftler, der Feen, Geister und ähnliche sogenannte übernatürliche Phänomene erforscht. Ach übrigens, das Lied lebt wohl ihr Gyptos, das die Musikbox spielt, vertreibt Gyptos. Ich habe es nach jahrelanger Forschungsarbeit entdeckt. In Bezug auf Geister gibt es niemanden, der mit meinem Wissen mithalten kann. Frag mich, was du willst. Es ist schon eine Weile her, seit ich zum letzten Mal eine so lebhafte Fee gesehen habe. Sag, junger Mann, erlaubst du mir, diese Fee zu erforschen? Nein, ich werde nicht erforscht. Ich glaube, würde der Teil ja nicht gefallen. Ach, wie schön. Was, wenn ich die Maske aufsetze? Verschwinde, das ist zu viel. Ups. Da hat sie uns die Tür gezeigt. Warte, es tut mir leid. Das war ein Versehen. Achso. Da kommt mir eine Idee. Oh, diese Maske stellt einen Gypto dar. Junger Mann, wo hast du die her? Je näher ich sie mir betrachte, desto mehr sieht diese Maske wie ein echter Gypto aus. Mit dieser Maske kannst du vielleicht sogar deine Gefühle einem Gypto übermitteln. Eventuell kannst du sogar eine dieser Gypto-Lebensformen selbst untersuchen. Sag, junger Mann, erlaubst du mir, diese Maske zu untersuchen? Das ist ein sehr neugieriger Mann. Was, wenn ich die Maske hier nutze? Okay. Was ich in der letzten Folge vergessen habe, in dem Skulpturhaus, wo der Mann mich fragt, ob er da bleiben kann, hätte ich noch mal reingehen können. Der hätte nämlich gesagt, dass er sich vor dem Mond versteckt und dass er hofft, dass er da Unterschlupf findet. Deswegen ist er da hingegangen und ich hätte noch mal reingehen können und noch mal fragen können. Das ist eigentlich der ganze Clou. Übrigens war das auch der Mann, der am zweiten Tag auf dem Turm in der Stadt steht, auf dem Marktplatz. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Brunnen. Denn jetzt können wir ja mit den Gyptos, also reden, weiß ich nicht. Aber die verschonen uns ja, hoffe ich. Das Wasser läuft. Was für eine schöne Melodie. Sprung! Einfach abgerollt gegen die Wand. Knickbruch, Rückenbruch. Kein Problem. Bin fort. Gib mir etwas Blaues. Etwas, das mich gesund macht. Ich habe nur eine Fee. Der Dekohändler verkauft blaue Tränke. Ich glaube, das ist es. Die waren halt sehr teuer. 100 Rubine. Wenn du es nicht hast, bist du von keinem Nutzen. Bin fort. Bin fort.
gib mir etwas Köstliches zum Kauen. Etwas, das wächst, wenn man es gießt. Am besten 5 davon. Mhm. 5 Wundererbsen. Und ich sehe schon, da sind noch weitere Türen. Ich glaube, wir müssen hier viel Geld ausgeben. So kommt mir das vor. Die zu killen, würde das die Tür nicht auch öffnen? Ich frag nur. Hallo, da sind wir wieder. Ich dachte mir, dass wenn da unten 2 Türen sind, wo die Mumien irgendwelche Sachen fordern, dann werden da bestimmt mehr auftauchen. Und ich hatte recht, wir müssen ein paar Sachen organisieren, bevor wir überhaupt da rein können in den Brunnen. Das erfordert ein klein wenig Vorbereitung. Deswegen hier ein kleiner Zettel, eine kleine Shopping-List, was wir noch alles brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Allerdings, eins will ich noch machen. Ich habe nämlich gelesen, ja, ich habe mich erkundigen müssen, denn, mal ganz kurz, wie gesagt, als ich die 2 Türen gesehen habe und dachte, ja, die Mumien wollen irgendwas von mir, dann kam mir direkt in den Sinn, okay, dann gehe ich durch die erste Tür und die nächste will wieder irgendwas haben. Und ich hatte recht, ich hatte komplett recht, die Dinge, die auf dem Zettel stehen, beweisen es. Und ich habe noch was gesehen, das würde ich gerne mal hier austesten. Lied der Befreiung. Das Lied der Befreiung. Das Lied der Befreiung. Und wir werden sehen, was passiert. Die Geister lachen. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie, finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Und jetzt kommt's. Nicht alle Seelen werden durch diese Melodie geheilt. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Der irdische Preis beträgt 30 Rubine. Doch so viel kann ich nicht verlangen. So gib mir 10 Rubine. Und er verlangt jetzt weniger Rubine, weil ich das Lied gespielt habe. Der hat gesehen, ich will die Geister befreien und hat den Preis gedrückt. Wirst du es tun? Tun! Natürlich. Du bist voller Energie. Besiege die Gegner innerhalb des Zeitlimits, sodass ihre Seelen für immer in Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf weniger als 3 Herzen, werde ich den Kampf abbrechen. Gnade ist das Mindeste, was ich bieten kann. Bist du bereit? Und er redet nicht mehr vom Besiegen, sondern vom Seelenretten. Okay, wir nehmen den Bogen zur Hand. Ich glaube, das ist unser bestes Mittel, was wir hier haben. Noch so ein bisschen unser eigen. Und auch so ein bisschen unser einziges. Komm, tauch auf. Wir haben noch keine Zeit, oder? Haben wir genug Zeit? Gott, wenn es 4 Geister sind, dauert das eine Weile. Oh, nochmal. Okay. Fun Fact: Die Geister sind ein Nebenboss bei Ocarina of Time. Ja. Und der nächste. Los, schneller. Ja, das ist schnell genug. Au. Der Blau muss auftauchen, glaube ich. Oh, der Rote spenzelt nur rum. Mist. Das wär's gewesen. Na komm, spenzel rum. Mist. Rot.
Blau. Ist egal, ob er mich trifft. Ja. Rot. Wir haben genug Herzen. Genug Energie. Aber nicht genug Zeit. Ah, zu langsam, Link. Zieh schneller. Bist du kein Cowboy? Okay. Der ist scheinbar tot. Blau, 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 Blüte entziehen. Ja. Du hast doch gewackelt. Du bist der Übeltäter. Genau gucken, genau gucken. Ja. Du bist enttarnt. Stell dich. Genau gucken. Stirb. Was? Mehr als drei? Oh nein. Ganz gut. Ich hab nichts gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Doch, ich hab alles gesehen. Ich hab alles gesehen! Zeuge. Kronzeuge. Jawohl. Ja, alle tot. Es scheint, als wären ihre Seelen nun geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab und Gut dieser Geister. Nimm es, Link. Denn ich kenne deinen Namen. Wir alle kennen dich. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Das ist doch dein Name, oder? Ich kann die Herzen der Menschen lesen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch meine eigene Seele wieder geheilt. Ruhe und Frieden. So, zurück. Zu unserer Hauptaufgabe. Voll gut. Okay. Die Felsenturmkarte haben wir schon, oder? Felsenturm. Ja, haben wir schon gekauft. Gut. So. Jetzt erstmal Shopping, Shopping. Wollen wir Geld dafür holen? Nö, brauchen wir nicht. Oh Gott, ich bin so doof. Epona kommt hier nicht her. Ich habe mich verspielt. So, unser erster Weg ist der Sumpf. Die Sümpfe des Vergessens. Also im Prinzip waren wir schon fertig mit dem Sumpf. Aber wenn da noch Dinge sind... Und ein blauer Trank, den wir brauchen, kostet 100 Rubine. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dekonüsse? Dekon... Eine. Und eine Bombe. Na gut. Stöckli, eine Fee. Wir müssen Büsche zerschlagen und gucken, ob da Dekonüsse sind. Oder irgendwas anderes, was wir unbedingt brauchen. Bum, 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 bum. Ach, warte mal, die kosten 10, oder? Die kosten 10. Dann holen wir uns jetzt erstmal. Nee, hier nicht. Bombis? Jawohl. Wir sind so schnell. Wir sind der Flash. Oh ja, Dekonüsse. Und Rubine. Perfekt.
denn so schnell? Wir kleiner Hase. 20. Das ist noch so wenig. Wir brauchen 50. Der wächst doch noch, oder? Ja. Gut. Da wird nachgewachsen. Dekunus. Ja, ja, eine kleine Shopping-Folge. Wobei wir den Brunnen auch machen werden, denke ich. Es wird noch gehen. Zeitlich. Gar kein Problem. Ah, einen Fisch brauchen wir auch. So ein Glück. Vier Deko. Oh, das dauert so lang. Das dauert so lang. Keine Geduld. Fisch. Fisch auf dem Tisch. Nee, Deko-Stäbe. Das dauert zu lange hier. Viel zu lang. Ich habe keine Geduld. Warte, geht's zum Schießstand? Ne, hier müssen wir lang. Ja, ist ja gut. Heul doch nicht rum. Buchstäblich. Ah, wunderschön. Der Glockenturm. Den ich auch in meinem Outro verwende. Übrigens, ganz am Ende kommt der Glockenturm. Zum Vorschein. Wie er die Umgebung beleuchtet. Sekunde. So. Der hat wieder nur Deko-Stäbe. Mythenstein spürte die Maske. Die Krähen, die um die Stadtmauern fliegen, scheinen Musikinstrumente zu mögen. Aber warum will ich Krähen bei mir rumfliegen haben? Das ist ja komplett sinnfremd. So, jetzt haben wir genug Geld. Für die Böhnchen, für die Wundererbsen. Und jetzt zeige ich, wie man eine Kuh melkt. Ohne Scha... Ohne Mist. So. Nicht wundern. Da ist ein Loch. Aha, ein Loch. Ein Löcheli. Mit Kühen. Jetzt zeige ich einen Trick. Ein klein. Oh, wie sie mich angucken. Oh. Entschuldigung. Epona Song. An der Farm. Schöne Musik. Sie erinnert mich an die Weiden. Höre ich diese Melodie, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Ich gebe dir gern etwas davon ab. Milch ist sehr gesund. Wunderbar. Und so, liebe Kinder, vergiss nicht, die leere Flasche wieder zu verwenden. Ja, genau. Und so, liebe Kinder, wird Milch von Kühen geholt, indem man Musik vorspielt. Genauso und nicht anders. Oh ja, hier kann man farmen. Hier kann man... Okay. Bomben haben wir genug? Wenn wir nichts mehr sprengen müssen, haben wir genug. So. Partikelnüsse wären noch nett. Pfeile sind gar nicht so wichtig. Ja. Bomben haben wir. Milch. Fisch. Dann holen wir uns die Wundererbsen. Klingeling. Alles eine Frage der Vorbereitung und andernfalls müsste ich halt immer wieder raus und reinrennen in den Brunnen. Und das erspart uns mal einfach mal. Ich habe mir noch gedacht, dass die noch mehr fordern. Und ich hatte recht. Ich leg mal die Bomben weg, sonst wird noch jemand verletzt. Ich nehme die Dekonüsse. So sehe ich nämlich, wie viele ich dann immer habe. Yeah! Mehr Bomben.
Auch nicht schlecht. Notfalls kaufen wir die Kunisse, weil es dann zu lange dauert. Come fly with me, come fly with me. Und wir können auch zu jeder Truhe übrigens uns hinhangeln mit unserem Enterhaken. Ist gar kein Problem. Alle Truhen, die vorher noch unerreichbar waren. Sind jetzt erreichbar. Komm, folg mir. Alter, ging das schnell. Ja, super stark. Au. Spüre meinen Zorn. Das mit den Dekonüssen, das dauert überraschend lang. Aber ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wo es Dekonüsse gibt. Erstmal zum Händler. Zum Dekonuss-Händler. Deku-Händler. Na? Da gibt es, du vorbeischaust, du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem unverständliches Gebrabbel. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Ja, weiß ich. Verzeihung. Ich verkaufe nur an Dekus. Okay, an Dekus also. Das könnte ein bisschen dauern, weil ich jetzt jedes Mal neu klicken muss. Ja, 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 ja. Wundererbsen für 10 Stück. Herzlichen Dank. Gib mir die Wundererbsen. Gib sie mir alle. Hände hoch. Drück die Wundererbsen raus. Herzlichen Dank. Wundererbsen 5 Stück. Jetzt fehlen noch Dekonüsse und ein blauer Trank. Dann nehmen wir den hier. Denn der kann im flachen Wasser laufen. Easy going. So, gehen wir mal hier rüber. War das hier? Ja, das war hier. Nicht den Stängel schlagen. Oh, komm. Oh, dauert das wirklich so lang? Der Zora ist so schwach, ey. Oh, Alter, was ist denn das? Oh, es beißt mich. Warum halten die so viel aus? Sind die gestellt durch das Giftwasser? Ich will nur Dekonüsse. Wenigstens zwei der runden Dinger. Ist nur eine, oder? Oh, es ist nur eine. Wir werden Dekonüsse kaufen. Das Knusperhäuschen der beiden Hexen. Pfeile brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, 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 hoppla. Steine schlägt man nicht. Entschuldige. Oh, Entschuldigung. Ach, die Uhrzeit. Boah, Link ist eine Aggression. Ansehen. Der Mythenstein weint ein bisschen und spürt eine Maske. Das Infocenter für Touristen akzeptiert keine Schnappschüsse, die außerhalb des Sumpfes gemacht werden.
Wenn du aber ein Bild vom Sohn des Leiters hättest, würde er dich bestimmt belohnen. Ah, wenn ich ein Bild von Tingle mache, dann würde er mich belohnen? Wait a minute. Wie belohnen? Womit? Ich kann ein Bild von Tingle knipsen? Fun Fact. Wenn man sich gegen die Wand stellt mit der Kamera und die Kamera dreht und die Kamera schnell genug zieht, kann man ein Selfie machen. Dann kann man wirklich ein Selfie von Link machen. Stimmt, musst du das mal eben so. Zack. So. Zack. Ein Selfie. Cool, oder? Hihi. Nerdwissen. So, auf zu Tingle. Tingle, Tingle, Kululepa. Da ist er. So, den werden wir jetzt ganz brutal hier abschießen. Oder Freunden, oder? Kann man sich doch mal brutal abschießen. Zack. Nein, ich sterbe! Ah, ich lebe noch. Na, du kennst mich doch noch, oder? Nicht du. Ja, mein Herr. Hallo, Herr Fee. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Nö. Ich plaudere nur gern. Tingle, Tingle, Kulutepa! Wolf, sag mal ganz kurz. Ah, nee, bitte mal lächeln. Ja, das ist ein Lächeln, jawoll. Entschuldige mich. Ich muss eben das Bild. Ich muss eben das Bild entwickeln. Bei Fujifilm. Da gehen wir direkt rein. So, mal reingehen. Um Papi zu zeigen, was sein Sohn macht. Verflucht, wo ist der bloß? Dieses verwöhnte Balgespenst schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Da. Was für ein Lächeln, oder? Hey, dieses Bild hast du doch nicht im Sumpf gemacht, oder? Bilder, die nicht im Sumpf gemacht worden sind, dürfen leider nicht eingereicht werden, obwohl es ist ein sehr hübsches Bild. Was? So nicht, Freundchen. So nicht. Mit mir nicht. Wir machen jetzt ein wunderschönes Bild. Kann nicht wahr sein hier. Richard. Stirb! Ich meine, ein Ballon platz. So, ein bisschen entfernt vielleicht. So. So. Da ist der ganze Tingle drauf. Ein sehr schönes Bild. Und er erkennt dieses verschmitzte Lächeln gar nicht. Von seinem Sohn. Das sagt er gar nichts dazu. Hey du. Du bist Vater. Hier. Das ist er. Aber Tingle gibt's doch nicht im Sumpf. Das ist sein Sohn. Aber ein Kind seines Alters sollte nicht die Schule schwänzen. Wer kann das sein? Ist jemand... Oh mein Gott, ich hab's. Sein Sohn ist nicht Tingle. Sein Sohn ist nicht Tingle. Wieso mache ich das? Wieso muss ich allen Menschen helfen? Sein Sohn ist der junge Mann im Skulpturhaus.
der zur Spinne mutiert ist. So, jetzt nehmen wir... Es gibt höchstwahrscheinlich ein Herzteil dafür. Vielleicht machen wir es auch noch, aber nicht jetzt. Schniff, schniff. Schniff, schniff. Schnupper die Schnupper. Ja, was ist denn? Du mir folgen. Kunz, kunz. Sind keine Gegner hier? Doch. Ich habe keine Zeit für den Schildi. Die Kraft dieser Maske lässt dich mit den Augen erkennen, was deine Nase schnüffelt. Manchmal kannst du diese Düfte sogar in Flaschen stecken. Bring sie dann zum Magieshop. Mach ich. Hab ich vor. Genau so. Das hätten wir. Ein magischer Pilz. Sein erdiges Aroma lässt deine Nasenflügel beben. Guten Tag. Willkommen. Meine Tränke wirken gut. Davon habe ich gerade nichts. Da fehlt mir was von meinem Dings. Ein paar dieser duftenden Pilze würden mir da helfen. Bitte. Welch Bouquet, danke, dass du eins für mich gesucht hast, Jüngelchen. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Das hat mich tatsächlich in einen Lieferengpass gebracht. Ich kann damit etwas zubereiten. Komm später nochmal. Raus rein. Hast du geschlafen? Du sollst Tränke machen. Du alte Vettel. Willkommen, meine Tränke wirken gut. Den will ich. Ein blaues Elixier. Da du mir einen Pilz gebracht hast, solltest du eine Portion gratis bekommen. Blaues Elixier. Da ist der Stößel noch drin. Oder ist das ein Trinkhalm? Wer weiß. Aber nächstes Mal musst du dafür bezahlen und verpetze mich nicht bei Kume. So, den blauen Trank haben wir. Jetzt brauchen wir noch 5 Dekonüsse. Wo suchen wir die? Ich glaube, wir kaufen die, oder? Bis gleich. Ach, die Stadt. Da haben wir noch viel zu tun. Da freue ich mich drauf. Kleiner Fun Fact, aber nur ein ganz kleiner. In dem Shop, in dem wir jetzt gehen, gibt es 2 Verkäufer. Der eine ist der richtige Verkäufer und der andere ist die Aushilfe. Das ist, glaube ich, der richtige. Die Aushilfe ist ziemlich genervt. Ne, das ist der. Es ist die Aushilfe. Mit seiner Schnell-Hose. Willkommen. Waren betrachten. 30 für 10. Wucher! Die will ich haben. So, müsst ihr eine Töte? Oh Gott, da fällt mir ein Witz ein. Egal, unangebracht. So, haben wir den auch mal erzählt. Wir haben gelacht, hoffe ich. So, die Nüsse haben wir. Wir haben die Nüsse. Wundererbsen, blauer Trank, Bombis, Fisch und die gute, frische, haltbare, fettarme Milch. Und zurück zum Canyon.
Ich finde den Canyon eigentlich ganz cool bisher. Brauchen wir die eigentlich nicht, aber naja, ist egal. Komm her. Oh, und es gibt noch ein kleines Geheimnis. Das zeige ich noch eben. Ein kleines Geheimnis. Aber ich glaube, ich werde die mal speichern. Und dann werde ich wieder laden, wenn wir es gesehen haben. Hopp. Au. Oh Gott, was war das denn? So, Achtung. Wenn wir hier lang schwimmen. Wo werden wir da wieder rauskommen? Wo könnte das sein? Oh, das ist ein Loch, oder? Ist da ein Löschelein? Tatsache, ein Loch. Das Loch. Dekonos. Alles gut, Jungs. Bleibt sitzen. Kabelminen. Okay, interessant. Merkwürdig, aber interessant. So, zurück zur Frage. Wo landen wir, wenn wir jetzt dem Wasserfall folgen? Fisch. Ach, was für süße kleine Fische. Bei Zelda Twilight Princess später gibt es ein richtiges... Also kann man richtig angeln und da gibt es auch verschiedene Fische. Geheimer Schrein jenseits des Wasserfalls. Wir erwarten Herausforderungen, selbstsichere Besucher. Da schreibt jemand hihihi aufs Schild. Alles klar. Okay, das habe ich nicht erwartet. Da müssen wir eine Fee mal eben verbrauchen. Hihihi. Rubine. Okay, man kann hier rumfliegen scheinbar. Ich dachte eigentlich an was anderes gerade. Hä? Die Tür ist zu. Wir können keine Wundererbsen. Wir können die Wundererbsen nicht pflanzen. Wir haben nur 5. Wir brauchen die. Käfer. Oh Mann, ey, es gibt keine Wundererbsen. Man findet die nicht. Dass es die Hülle hier gibt, wusste ich gar nicht. Also vielleicht wusste ich es mal. Ui. Und Dekonüsse. Wow, gut, dass wir die gekauft haben. Hat sich gelohnt. Okay, ich mache meine Notiz jetzt hier und dann kommen wir nochmal zurück irgendwann. Dann machen wir das Ganze dann ganz fix. Interessant. Kinomodus. Cool. Bon. Dämmerung des zweiten Tages. Oh, wie wunderschön. Wir duschen gerade. Ich schwimme nur raus.
Sag, Con, der alte Dieb. Au. Der Sarkon. Komisch. Ich muss jetzt immer dreimal drücken. Höhle unter dem Wasserfall. Das ist so typisch, oder? Für ein Spiel. Dass es unter dem Wasserfall immer noch irgendwas gibt. So, wir brauchen einmal wieder. Und die Erdepsis. Und los geht's. Bip, bip, bip. Nö, danke. Taya. Jetzt mal keine Gegner. Ab. Nö. So, ganz geschmeidig. Und dann geht die Party auch schon los. Wobei die Party für diese Folge wohl erstmal aufhört, denn der Brunnen dauert noch viel zu lange und deswegen beende ich die Folge erstmal. Wir haben ein paar Besorgungen gemacht, die Shoppingliste abgefrühstückt und in der nächsten Folge geht es dann natürlich los in den Brunnen, der einige Geheimnisse bewahrt, die ihm entrissen werden wollen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.